erstmal einen schönen guten Tag. Schön, dass Sie alle da sind. Und ich möchte mich auch bei all den Medienvertretern, die in Nordrhein-Westfalen teilweise eine sehr, sehr objektive und sehr gute Berichterstattung über die Linke gemacht haben, bedanken an dieser Stelle. Ich möchte mich auch bedanken bei unseren Wählerinnen und Wählern. Wir haben in Nordrhein-Westfalen ein anderes Ergebnis uns gewünscht und auch erhofft. Wir haben verloren in NRW. Wir sind rausgeflogen aus dem Landtag von Nordrhein-Westfalen. Und ich glaube, dass man dafür auch Gründe benennen kann. Der eine Grund ist, dass viele, viele Menschen in Nordrhein-Westfalen den Eindruck gehabt haben, dass SPD und Grüne in der Minderheitsregierung tatsächlich sozialer und ökologischer geworden sind. Und uns ist es nicht gelungen, den Menschen zu vermitteln, dass da, wo es Verbesserungen gegeben hat, das in erster Linie daran gelegen hat, dass es Druck von uns im Landtag gegeben hat, von der Linken, und massiven Druck von den Bewegungen außerhalb des Landtages in Nordrhein-Westfalen. Ich will da mal zwei Beispiele nennen. Das eine ist die Abschaffung der Studiengebühren. Hannelore Kraft hat erklärt schon im Wahlkampf, sie würde das nach Kassenlage machen. Die wären nicht abgeschafft worden, wenn die Linke und die Bildungsstreikenden nicht so massiv Druck gemacht hätten, die Studiengebühren schnell abzuschaffen. Wir hätten uns das schneller gewünscht, aber so sind sie wenigstens abgeschafft worden. Das ist gut. Das zweite Thema ist das Landespersonalvertretungsgesetz. Da hat die Linke mit den Gewerkschaften gemeinsam dafür gesorgt, dass wir eines der besten Landespersonalvertretungsgesetze jetzt endlich wieder in Nordrhein-Westfalen haben. Das ist gut für die Menschen in NRW, aber uns ist es, wie gesagt, nicht gelungen, zu vermitteln. Es war die Linke, die hier Druck gemacht hat. Da müssen wir dran arbeiten. Das werden wir auch tun. Und was ich all denjenigen sagen kann, die jetzt schon sagen, die Linke wird sich auflösen im Westen und die Linke ist verschwunden aus vielen, vielen Landtagen, das wird nicht so sein. Wir werden bleiben. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Die Linke ist wichtiger denn je und wir werden weitermachen. Jetzt am Ende der Woche bei den Bankenblockaden und den Demonstrationen, die ja zurzeit verboten worden sind. Wir kennen das aus Heiligendamm. Da ist genau das Gleiche passiert. Da sind die Demonstrationen und die Blockaden verboten worden. Es sind Zehntausende gekommen und anschließend haben die Gerichte festgestellt, das Verbot war rechtswidrig. Das wird auch in Frankfurt so sein. Wir werden da blockieren und demonstrieren gegen die herrschende Politik. Und dass die Linke notwendig ist, das sieht man gerade überall in Europa. In Griechenland, unsere Schwesterpartei, hat ihr Ergebnis bei den Wahlen vervierfacht. Wir werden daran anknüpfen und wir werden weiter dafür kämpfen, dass es in der Bundesrepublik und nirgendwo griechische Verhältnisse gibt. Das, was da gerade gegen die Mehrheit der Menschen an Politik betrieben wird, das ist unerträglich. Das führt zu Armut in ganz, ganz breiten Kreisen der Bevölkerung. Das wird auch hier nicht anders sein. Wir erleben das jetzt in Nordrhein-Westfalen. Und da kann man auch sehen, wie sozial Grüne und SPD tatsächlich sind. Mit dem Stärkungspakt für die Kommunen, viele von Ihnen werden das kennen, das heißt für viele Kommunen, dass für jeden Euro, den sie bekommen vom Land, sie 4 bis 8 Euro einsparen müssen. Und wir sagen da auch sehr deutlich, in Nordrhein-Westfalen kann nicht weiter gekürzt werden. Da sind wir weit über die Grenzen hinaus. Es kann gar nicht weiter privatisiert werden. Wir wissen nicht, wo noch weiter Sozialabbau betrieben wird. Was uns auch nicht gelungen ist, ist vielen Menschen zu vermitteln, warum wir gegen den Haushalt gestimmt haben. Und ich möchte auch da ein Beispiel nennen. In diesem Haushalt war vorgesehen, die Projekte für Kinder in Armut um 70% zu kürzen, bei den Ärmsten zu kürzen, von einer Ministerpräsidentin, die sich hinstellt und sagt, in Nordrhein-Westfalen soll kein Kind zurückgelassen werden. Das gilt offensichtlich nicht für die armen Kinder. Dem konnten wir gar nicht zustimmen. Auch das hätten wir besser vermitteln können. Das ist uns nicht gelungen. Daran werden wir jetzt, wie gesagt, arbeiten und wir werden weitermachen in Nordrhein-Westfalen. Und ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken bei allen Genossinnen und Genossen aus wirklich allen Landesverbänden, die nach Nordrhein-Westfalen gekommen sind und mit uns einen tollen Wahlkampf gemacht haben. Wir haben einen schönen Wahlkampf gehabt, einen sehr solidarischen Wahlkampf. Wir haben gekämpft, wir haben verloren, aber wir werden auch wieder aufstehen und gewinnen.